Warum bist du nicht Metzger geworden? Ja. Quoni hat angefangen, die haben für ihre schweizweiten Filialen, für die Schaufenster, die Salesflyer, die in der Filiale hängen, Deutsch, Französisch, Italienisch, hoch und quer. Für das haben sie eine Lösung gesucht, mit einem Druckpartner, der drucken konnte. Und das war eigentlich so der Initialschuss gewesen. Und dann sind sie immer mehr dazugekommen. Quoni war jetzt der zweite Kunde gewesen. Wir hatten einen kleinen Kunden gehabt, dann Quoni. Und eigentlich hat noch gar nichts existiert von Smartlab, wo der Quoni auf uns losgekommen ist. Und wir haben eigentlich anhand von Quoni haben wir eigentlich ein Produkt entwickelt. Das war immer so gewesen. Wir sind sehr kundentrieben. Das Marketing von Quoni hat vorgegeben, wie ein Flyer aussieht etc. Und dann kann die Filiale selber ihre Bilder hochladen, ihre Texte machen, ob das ein Tag der offenen Tür ist, irgendein Apero oder was auch immer, und gestaltet dann das Produkt eigentlich komplett selber. Das machen häufig Lehrlinge, haben wir festgestellt. Also die Lernenden sind halt einfach sehr affin, die haben auch Freude, so etwas zu gestalten. Und dann wird das eigentlich komplett selber gestaltet. Und je nach Produkt, ob es ein viel Text hat oder wenig Text hat, wird das direkt produziert. Oder wird einfach das Marketing noch approved, dass sie noch den letzten finalen Blick drauf werfen. Aber das Ziel ist wirklich, die Layout-Arbeit in die Filialen rauszubringen. Das können Visitenkarten sein, das sind Flyer, wie gesagt. Das können Gutscheine sind es da noch, Postkarten, das können auch Screens sein. Mailsignaturen haben teilweise gehabt, die Bilder, die unten dran kommen. Eigentlich überall, wo du eine standardisierte Kommunikation hast und jetzt nicht das Ereignis im Vordergrund steht und nicht die Drucksache an sich, wo du sagst, ich will möglichst schlank etwas bewerben können. Sicher eben, dass wir einen Kunden hatten, der so uns zutraut hat, dass wir auch etwas entwickeln können, das noch nicht eine Standardlösung war. Das braucht schon ein bisschen Vertrauen in das Unternehmen. Ja, wir haben immer neue Templates. Es ist ein Kunde, wir sind da dauernd in Kontakt. Es gibt immer mal wieder Anpassungen, aber seit einiger Zeit jetzt nicht mehr etwas komplett Neues. Aber das System wird rege, vor allem Mitarbeiter in der Filiale genutzt. Super, besser.